Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Heute sprechen wir über das, was wir im Sommer machen werden. und das sind wir wieder. Hallo. Hallo, jetzt erstmal ganz, ganz dickes Applaus an unseren Greenscreen, weil der sorgt dafür, dass es jetzt hier schon fast aussieht wie im Urlaub. Und heute ist es jetzt endlich soweit. Wir sprechen mit euch über unsere Zeit und beziehungsweise über das, was wir im Sommer machen. Kleine Information noch am Rande, wenn ihr es quietschen hört, das sind die Stühle. Information 2, wir haben heute wieder ganz kamerageile Fliegen am Start. Also wundert euch nicht, wenn das eine oder andere Mal hier eine Flitzerfliege durchs Bild flitzt. Ja, genug gesprochen. Jetzt geht's los mit den Infos, auf die ihr, wir und ich glaube alle hier noch ganz gespannt warten. Denn wir lüften das Geheimnis. Ja, kann man Geheimnis sagen, oder? Ja, So ein die bisschen die Ankündigung. Ankündigung, Wir lüften die was wir Ankündigung. in den. Wir lüften die Ankündigung. Genau, was wir in den Sommerferien machen. Kurzer Rückblick, vor 2 Jahren waren wir ja hier, ne, auf Korsika unterwegs. Da war das Wetter eher. Stürmisch bis regnerisch bis nicht so schön. Ja, ich hätte jetzt gesagt bescheiden, aber das trifft es auch ganz So gut. war es, aber man muss ehrlich sein. Ja, kurz gesagt war es einfach. Es war bescheiden Genau, Dankeschön. und Und stürmisch stürmisch, und ja. Und regnerisch. regnerisch, ja. Also zumindest anderthalb von den 3 Wochen bestimmt. Und dann haben wir ja letztes Jahr kurzerhand gesagt, wenn das Wetter im Süden so schlecht ist, weißt du was, dann bleiben wir einfach hier, beziehungsweise gehen halt mal in den Norden und Ja. waren in den Niederlanden. Wie war das Wetter da wohl? Ja, eigentlich genauso wie in Stürmisch Korsika. und regnerisch Ja, und also, bescheiden. ja, genau. Aber ja, war mal was anderes, aber kurzerhand haben wir beschlossen, ich glaube, wir gehen lieber wieder Richtung Sonne, gehen lieber wieder Richtung, ja, Sommer sozusagen. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Genau, das passt nämlich auch ganz gut zu dem, wohin wir gehen werden. Ja, wir haben auch überlegt, ja, Wohnwagen, Camping waren wir jetzt ganz oft unterwegs, Kreuzfahrt waren wir auch. Ganz oft unterwegs. Genau, wir ergänzen sogar unsere. Aufgepasst, Sätze. Ja, genau, super, sehr gut. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt überlegt, ach Gottchen, im Hotel, was lachst du denn jetzt? Och Ach Gottchen. Gottchen, das ist doch Wer sagt toll. denn Och Gottchen? Ja, Okay. ich hab's gerade gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo das jetzt herkam, Och aber das Gottchen. ist wieder lustig heute hier bei Okay, uns. weiter. Ich glaube, die Hitze, die steigt mir schon zu Kopf. Och Gottchen. Ach Gottchen, genau, du sagst Okay, es. ja. Ja, dann haben wir kurzerhand überlegt. Cut, cut. So, ich glaube, jetzt haben wir uns erstmal kurz ausgelacht. Also, genug gelacht. Sie hat mich ausgelacht und ihr habt mich ausgelacht. Okay, weiter im Ja, ihr Text. seid so gemein. Nee, aber ihr dürft Also, gerne lachen. Wir ja. lachen ja selber. Also, von daher haben wir beschlossen, wir gehen mal wieder ins Hotel. Yay. Yay! Und da wir gesagt haben, wir wollen mal wieder ins Warme und auch in der Karibik. Das Thema mit den Inseln hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Und es gibt ja auch noch ein paar Inseln, so ich sage jetzt mal im Mittelmeer und Region, wo wir noch nicht waren. Von daher ist Korsika erstmal raus. Und ja, dann haben wir überlegt, was haben wir überlegt? Sommersonne? Sonnenschein? Genau. Oder auch hüpfen, hüpfen, bis die. Insel wackelt? Oder aber Strauf. Ist nur einmal im Jahr? Genau, ja, klingelt's? Na, Ding, ding, wer ding, ding, weiß ding. es? Ja, die Insel war ja ursprünglich bekannt für wilde Musik. Wilde Wilde Musik. Musik, ja. Für große Eimer, für Sangria und Co. Eine wilde Eine Sause. wilde Sause. Ah, jetzt weißt du es bestimmt, ja. Wir gehen nach. Malaika. Jawohl, ja. Ja, so ganz so viel mit Och Ballermann Gottchen. und ach Gottchen, ja, ach Gottchen, warum gehen wir nach Malaika. Mallorca? Ja, ganz so viel mit Ballermann, mit Eimer und Co. ist ja da gar nicht mehr. Aber deshalb wollen wir eigentlich gar nicht hin. Nee. Wobei Elias gesagt hat, er will unbedingt in Bierkönig.
Ob wir das machen werden, seid gespannt. Ja, aber die Insel soll ja wohl so einiges zu bieten haben. Hören wir immer wieder von Freunden, von Bekannten, von sonstigen Leuten. Und da haben wir überlegt, ach Gottchen, wir gehen nach Mallorca. Ja, und man muss ehrlich gestehen, für manche ist das ja ein absoluter Schock, wenn man sagt, man war tatsächlich noch nicht in Mallorca. Reagieren so manche mit, ach Gottchen, was, genau, ehrlich? Und tatsächlich haben wir uns dann einfach mal kurzerhand entschlossen, dann auch mal zu denen, die in oder auf Mallorca waren, dazu zu gehören. Und jo. So werden dann jetzt nach Mallorca gehen. Wir haben schon einige Pläne geschmiedet, was wir machen wollen. Wir haben auch einen Mietwagen am Start, ne? Und werden ein bisschen auf der Insel touren, werden bestimmt auch El Arenal unsicher machen. Playa heißt es so, Palma, ach, ihr wisst, was ich meine. Querbeet, einfach über die Insel, um die Insel, so drumrum. So drumrum, also auf der Insel bleiben. So, ja, genau, ja. Auf der Insel bleiben, einfach, genau, so wie man gerade losstand. Genau, und ja, da einfach auch unsere Bitte, für uns ist die Insel ja absolutes Neuland. Der ein oder andere von euch kennt die bestimmt schon. Sicher. Also von daher, wenn ihr ganz besondere Tipps habt, schreibt sie bitte da unten mal in die Kommentare oder per Instagram oder per E-Mail. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Geheimtipps hier von euch der Community. Ja, und ja, das ist unser Sommerurlaub. Aber eine Sache macht mich so ein bisschen traurig, muss ich da ehrlich sagen. Wir haben ja jetzt bei unserer letzten Kreuzfahrt in Norwegen meine Landausflüge getestet. Ja. Ja, und haben gesagt, irgendwie, das ist ja richtig toll, was man da so alles machen und buchen kann. Ja, und vor allem die Organisation hat super geklappt mit meinen Landausflügen. Das war einfach reibungslos, unkompliziert. Und ja. Genau, und dass wir es nicht vergessen, haben wir sogar noch eine WhatsApp gekriegt vorher, dass unser Ausflug ansteht. Kurzum, da waren wir auf jeden Fall begeistert und von daher empfehlen wir euch das jetzt natürlich auch weiter. Schaut gerne mal, wenn ihr mal Landausflüge machen wollt, bei meine Landausflüge vorbei. Link haben wir euch in die Beschreibung unten drunter reingemacht und genau, wenn ihr darüber bucht, dann kriegen wir ein bisschen was. Das ist ein Affiliate-Code. Ihr kennt es bestimmt schon. Von daher sagen wir Dankeschön, wenn ihr da bucht, eine tolle Zeit dann an Land habt und uns damit noch ein bisschen unterstützt. Ja. Ja, und da ich so, so traurig war und unser Hotel auch irgendwie rein zufällig in der Nähe vom Hafen ist, ja, haben wir überlegt, ja, auf den Hafen. Komm, 3 Wochen oder 2 Wochen oder wie auch immer, mehr wie eine Woche Mallorca ist irgendwie zu viel. Lass uns doch noch aufs Schiff gehen. War ein Gedanke. Ja, weil die touren da ja auch alle rum, so rund um Mallorca. Heißt es eigentlich Mallorca oder Mallorca? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich glaube, das sagt auch jeder anders. Ja, wir gehen einfach auf die Insel. Oder? Malle, wir gehen auf die Insel. Genau, ja. Und jetzt, ja, wer aufgepasst hat. Gehen wir jetzt aufs Schiff oder gehen wir nicht aufs Schiff? Ja, haben wir doch schon gesagt. Nein. Ich habe schon gesagt, dass wir aufs Schiff gehen. Du hast du drumherum gehört. Nee, hast du mir nicht zugehört. Ihr habt es schon verstanden, das weiß ich genau. Und wer da weiß, was uns noch fehlt beim Kreuzfahrt-Bingo, der weiß auch bestimmt, auf welches Schiff wir gehen werden. Wir gehen auf AIDA. Cosma! Genau. Yay. Dann haben wir sie ja durch, alle großen Schiffchen von AIDA. Schiffchen. Und oh Gottchen. Ja, ach Gottchen, genau. Schiffchen. Ja, was ist denn heute los? Aber so ist es halt manchmal in der Rübe. Und ja, von daher gehen wir auf AIDA Cosma. Freuen uns auch schon. Da gibt es ja doch einiges Neues auch für uns zu entdecken. Oder halt eben auch nicht. Ja? Weil das Four Elements zum Beispiel fällt ja weg. Ja. Aber dafür gibt es ja einen tollen Infinity Pool. Es gibt es, Mamma Mia heißt es, gell? Ja, auch kulinarisch einige neue Dinge, die wir da testen werden. Wir freuen uns tatsächlich einfach mal auf ein bisschen Abwechslung. Cosma fehlt uns ja eh noch in unserer Bingo-Reihe. Bingo. Und da ist einfach mal toll, jetzt dann nochmal ein neues Schiff entdecken zu können. Jetzt die letzte Reise war ja Nova, die kannten wir ja schon vorher, war trotzdem wieder schön. Aber tatsächlich ist es auch mal toll, nochmal andere AIDA-Momente einzufangen. Genau. Die fangen wir dann ein. So wie die Fliege, die da gerade wieder durchs Bild. Ja, habt ihr sie gesehen?
Ja, so schnell bin Hör ich auf, nicht. jetzt fliege. Ja. Ja, genau, jetzt ist das Rätsel gelöst. Du bist doch gar nicht dran, jetzt was zu sagen. Ach so. Was machst du denn jetzt? Ich darf nichts sagen. Ja, also geht's kurz um für uns am 3. August nach Mallorca oder Mallorca. Oder Malle. Oder Malle oder wie ihr auch immer sagen wollt. Und dann sind wir eine Woche bis zum Samstag drauf, die Insel ordentlich am Erkunden. Und dann geht's für uns am, was war es dann? 3 plus 7? 10. Genau, am 10.8. auf Aida Cosma. Ihr könntet jetzt natürlich auch alle selber mal schauen auf der Internetseite, welche Häfen, welche Länder wir dann besuchen werden. Aber wir wollen es euch ja einfach machen. Und deshalb sagen wir euch jetzt noch die Häfen, die wir anlaufen werden. Also der erste Hafen, ihr habt es schon erraten, der ist natürlich Mallorca. Yay! Yay! Da haben wir es uns dann wirklich auch gegönnt und gehen ein bisschen früher an Bord. Wir haben diesen früh an Bord heißt Check-in. Früher an Bord, genau. Normalerweise dürft man, glaube ich, sonst als Individualreisender, gell, heißt es, glaube ich, ne, weil wir haben dann keine Pauschalreise über AIDA gebucht. Ich glaube, erst um 15 Uhr oder was auf Schiff. Und so dürfen wir schon um 11 Uhr. Genau. Und da die Cosma ja schon drauf wartet, von uns erkundet zu werden, gehen wir natürlich da dann gleich an Bord. Nach einem bestimmt aufregenden, vielleicht auch entspannten Seetag, wir werden sehen, ist unser erster Hafen dann Gibraltar steht ja, an. Genau. Das ist, also das wird, glaube ich, behaupte ich vielleicht wahrscheinlich sogar ganz bestimmt das Highlight unserer Reise. Da gibt es ja diesen Berg, ja. Felsen, genau. Ja, und ja, das wird, glaube ich, echt das Highlight. Da sind wir gespannt. Da wollen wir vielleicht mit der Seilbahn hoch und dann gibt es da ja Affen und also nicht nur mich natürlich. Also ich schwärme schon von Gibraltar. Es ist auf jeden Fall viel dabei bei der Reise, wo wir vorher noch nicht gesehen haben. Das schon mal vorneweg. Also da sind so, denke ich, doch das ein oder andere Highlight vielleicht dann doch dabei, weil man es einfach noch nicht kennt. Ja. Und auch gerade Gibraltar. Da kommt jetzt man normal ja nicht hin. So. Genau, für uns das jetzt was ist, wo man wahrscheinlich nicht mehr so hinkommt oder einfach nicht mal nur so. Von daher sind es viele Häfen einfach, die toll sind, die neu sind, die spannend sind. Ja. Und da gehört Gibraltar für uns ganz oben dazu. Das Highlight dann gleich am Anfang. Ne? Sind wir mal gespannt. Ja. Weiter geht's mit einer Eiskugelsorte und zwar mit Malaga. Wow. Es geht nach Malaga. Kleine Randnotiz. Als Kind in Italien habe ich aus Versehen mal Malaga bestellt. Es hat mir gar nicht geschmeckt. Ob uns Malaga als Ausflug oder als Hafen schmeckt, das werden wir dann bestimmt erkunden. Und werdet ihr dann bestimmt auch erfahren. Genau. Da wollen wir dann wahrscheinlich auch mit meine Landausflüge los und zwar im Tuk-Tuk. Die Abstimmung läuft aktuell noch. Mal gucken, ob wir noch ein Plätzchen kriegen, aber Daumen sind gedrückt, also von daher vielleicht im Tuk-Tuk durch Malaga. Weil es in Spanien dann so schön war, geht es gleich weiter und zwar mit, das darfst du aussprechen, ich mache sonst wieder was falsch. Es geht nach Cartagena. Ja, eigentlich ganz einfach, wenn man es langsam ausspricht. Da haben wir sowas von überhaupt keinen Plan im Moment, was wir machen. Also wenn du Cartagena kennst, viele Infos gibt es da irgendwie nee, auch gar nicht zu. Mal im Internet zum ersten Mal auf wenige Infos zur Vorbereitung gestoßen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps. Wart ihr schon mal dort, dann gerne unten in die Kommentare. Ja. Gilt für alle Häfen. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, auf alle Fälle gerne her damit. Nach Cartagena geht's nach Ibiza. Ibiza. Hey, we're going to Ibiza. Genau, ja, die nächste ehemalige Partyinsel. Ich weiß nicht, ob es in Ibiza noch Party gibt. Ja, Party schon, aber. Ja, war ja, glaube ich, früher die Elektroszene ganz groß. Ja. Ja, genau. Ah ja, wir gehen auf jeden Fall nach Ibiza. Gucken wir uns das Ganze mal an. Auch hier haben wir jetzt noch nicht so ganz den Plan. Nee.
Wir haben ja auch noch so lange Zeit, uns vorzubereiten. Aber es gibt ja auch in diesen Häfen die Möglichkeit, schön an der Strandpromenade entlang zu flanieren, zu shoppen, zu essen, zu trinken. Und ich denke, auch das haben wir uns vorgenommen, viel zu machen, gerade in Spanien so Tapas-mäßig, Sangria-mäßig. Mhm. Einfach so auch einheimische Spezialitäten mal zu testen. Ihr wisst, wir gucken auch immer gern, was das Land hergibt, was der Hafen hergibt. Und ich denke, da wird auf jeden Fall auch wieder viel Möglichkeit dabei sein. Auch in Ibiza. Und vielleicht gibt es in Ibiza sogar eine Kugel Malaga, wenn du das so gern isst. Das wäre natürlich auch cool. Ja. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht. Nach so viel, ich sage jetzt mal vorsichtig, kleineren Häfen, kommt dann der Burner sozusagen, die City of All. Wir gehen nach Barcelona. Gibt es doch auch ein Lied, glaube ich, von Freddie Mercury oder so. Echt? Ja, ich glaube. Okay. Googles mal. Genau. Mhm. Ah, also da haben wir so einiges geplant. dass wir gar nicht wissen, was wir ehrlich gesagt machen sollen. Weil, ich meine, Barcelona vom Fußballstadion bis hin zu dieser Sehenswürdigkeiten, Kathedrale. Ja. Es gibt so viel. Künstlerische Punkte. So hat viel. Barcelona viel. Wir wissen noch gar nicht so genau. Also von daher, dein Must-Have in die Kommentare. Ja. Das war dann der Freitag und ja, dann ist schon wieder Samstag. Wir sind zurück in Mallorca. Und ja, da wir ja gerade gesagt haben, Barcelona hat so viel zu erkunden. Weißt du was, wenn wir eh schon auf dem Schiff sind, haben wir kurzerhand überlegt, komm, lass mal noch mal eine Woche weiterfahren. Also von daher sind wir nicht nur eine, sondern gleich zwei Wochen auf dem Schiff. Und ja, von daher gucken wir mal, Mallorca wird entspannt sein. Ja. Können wir dann ja schon eine Woche mal schauen, wir haben gesagt, ob's uns von Bord zieht. Genau, wenn uns von der einen Woche noch irgendwas offen bleibt oder in Erinnerung bleibt, was wir einfach nochmal sehen würden, gerne sehen würden, so rum, dann haben wir da nochmal die Möglichkeit. Ansonsten ist es tatsächlich auch immer schön, ich finde, ich so als kleiner Tipp, das Schiff auch einfach mal zu genießen, wenn der Großteil von Bord ist. Das habe ich jetzt auch in der letzten Reise wieder öfters gemacht und tatsächlich ist das auch einfach mal schön, jetzt gerade so auf den größeren Schiffen dann einfach auch mal Zeit an Bord zu genießen. Jo. Ja, mal schauen, ob wir das dann machen. Wir gucken mal. Und nachdem wir in der ersten Woche ja sozusagen nach links rum, würde ich mal sagen, ne, ganz nach außen gefahren sind, bis nach Gibraltar, geht es für uns die zweite Woche sozusagen eher rechts rum, ja, kann man so sagen, ja, also nach einem erneuten Seetag, in der ersten Woche ist übrigens nur ein Seetag und sonst nur Häfen, also wird sportlich, das ballert richtig rein, das hatte man noch nie, glaube ich, gell? Nee, tatsächlich, glaube ich nicht. Oder wenn, dann hat man halt hat man zwei Tage einen Hafen, ja, wo auch ein bisschen chilliger war, aber jeden Tag was anderes fast. Straffes Programm. Ja, von daher freuen wir uns in Woche 2 auf 2 Seetage. Mhm. So viel schon mal vorab. Erster Hafen wird dann sein? La Spezia, Florenz. Genau. Ist so ein Zusammenschluss. Genau. Wir liegen ja in La Spezia, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Nähe ist dann Florenz, ist dann Pisa, sind dann auch diese bunten Häuschen, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Hier sind wir auch noch so ein bisschen am Überlegen, was machen wir, wie machen wir. Es gibt so vieles Tolles zu sehen, aber es sind auch alles Orte, haben wir gesagt, in Italien sind wir dann ja doch mal öfters auch unterwegs, wenn wir das wollen. Ist ja jetzt nicht so weit, von daher kann man mal nach Pisa, kann man mal nach Florenz, kann man auch mal die bunten Häuschen schauen. Genau. Nicht im Druck, mal schnell hinzugehen. Ui, Entschuldigung. Oh Gott. Also von daher, guck mal. Ich habe gar nichts zu trinken heute. Ja, stimmt eigentlich. Von daher, guck mal einfach mal, was wir in La Spezia machen werden. Die Planung läuft auch aktuell noch, von daher ist noch alles offen. Genau, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Am nächsten Tag, am Dienstag, sagen wir dann vielleicht Servus, Papst. Wer weiß. Also wir sind auf jeden Fall in Civitavecchia
Oder auch in Rom, also nicht ganz, aber Rom ist dann halt so das Genau. nächstgrößere. Und ja, da ist dann unser Plan auch wirklich, uns den wahrscheinlich doch recht stressigen Tag zu geben und Richtung Rom zu gehen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war schon mal in Rom als Kind, aber da erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Weiß nicht, warst du schon mal in Rom? Nee, Nee? noch nicht. Okay. Also von daher seht ihr uns dann vielleicht allesamt in Rom. Ja? Mal kurz dem Papst Hallo sage, wenn er denn Hallo sage will. Ja. Nächster Tag ist sozusagen fast ein Heimspiel. Es geht nach. Moment, ich zeig's euch. Nach Seht ihr das überhaupt so weiter unten? Ajaccio. Ajaccio, genau, Ajaccio. die Geburtsstadt, glaube ich, von Napoleon. Napoleon, genau. Und Picasso war auch irgendwo vorher dabei, gell? Ja, Ich weiß nicht, ob das die Picasso. Geburtsstadt ist oder. Picasso ist Malaga. Nein, nein, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Picasso ist. Irgendwo anders Oh einigen wir uns mal Gott. drauf. Cartagena. Cartagena? Okay, dann ist es vielleicht Cartagena. Cartagena. War das die Geburtsstadt? Ja, ich meine. Ich meine. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Warte, wir googeln mal schnell. Also komm, wir rudern mal schnell zurück von Cartagena nach. Malaga war's. Genau, da ist er Irgendwas nämlich in der Ecke. geboren. Ja, der Picasso ist auf der Eiskugel geboren. Das ist doch mal In Malaga, die muss ich Information korrigieren. Genau. des Tages. Ja. Genau, wir sind in Ajaccio, Genau, wir sind in Korsika. Korsika und ja, da werden wir auch definitiv mal ganz, ganz, ganz gemütlich machen. Also Korsika ist ja wirklich eine traumhaft schöne Insel, die wir schon zu Genüge eigentlich Ja, erkundet haben, von oben mehrere nach Male. unten, nach rechts, nach links. Aber in Ajaccio war ich auch mal als Kind, aber du warst noch nicht da, Nee. ne? Von daher wird man da wahrscheinlich einfach dort im Städtchen bleiben, vielleicht auch mal eine Runde im Meer baden. Gemütliche Zeit auf jeden Genau. Fall dann in oder auf Korsika für uns. Dann ist es soweit. Wir haben uns mal wieder einen Seetag verdient, bevor es dann nach diesem Seetag wieder heißt Ciao. Nee, Ciao heißt es Nee, nicht. ciao. Salute. Ne? Ach, was auch immer. Es heißt Hallo. Genau, weil wie Barcelona. gesagt, ein Tag ist zu wenig. Wir haben noch einen zweiten Tag und gucken mal, was wir da machen werden. Es gibt hier so einen tollen Sessellift, wo man auf den Berg fahren kann. Gibt aber auch einen Freizeitpark auf dem Berg. Ja, also Gibt viel. gibt vieles, wie gesagt, zu sehen in Barcelona. Und nach so vielen tollen Eindrücken, neuen Häfen und hoffentlich bestimmt auch tollen Freizeitmomenten, Hoffentlich. sind wir dann zurück, planmäßig um 5 Uhr, Samstag, der 24. August, in oder auf? Malaika. Genau. Und von da geht es dann auf kurzer Hand, kurzem Fuß, wieder zurück Mit zum kurzem Flug. Flughafen. Genau, mit kurzem Flug zurück in die Heimat. Von daher habt ihr jetzt die Info. Wir machen dieses Jahr und eigentlich ja auch ganz, ganz bald schon noch unser Kreuzfahrt. Bingo! Genau. Da Ja! freuen wir uns, also wie gesagt, wir freuen uns auch allgemein auf die Cosma, auf die neuen Restaurants. Wir werden auch Dinge testen, die wir bis jetzt auch noch nicht gemacht haben. Ne? Planmäßig werden wir das Time Machine besuchen. Planmäßig werde ich auch endlich mal eine Kugel Eis essen. Hat ja letztes Mal wieder nicht geklappt, Mensch. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal die Möglichkeit, diesen Außengrill zu testen, wo Ja. es ja diese Pommes gibt. Ne? Gibt es sie auch auf der Cosma? Ich Das weiß weiß es ich gar nicht. nicht. Lassen wir uns dann überraschen. Und dann werden wir auch noch dieses, wie heißt dieses asiatische Fondue? Heißt es asiatisches Hotpot. Fondue? Nein, Nee, Hotpot asiatischer heißt Hotpot, das. werden wir dann auch noch testen. Also, das sind ja immer die Pläne. Manchmal kommt was dazwischen, manchmal auch nicht. Aber wir hoffen und denken mal, dass die Reise wie geplant dann auch ablaufen wird. Genau. Und Wetter ist natürlich jetzt nochmal zurückzukommen zu dem bescheidenen Wetter der letzten Jahre. Natürlich beim Camping auch immer mit drin. Generell bei Reisen mit drin ist ja auch so okay. Irgendwo gehört halt dazu. Ist einfach unschön gelaufen. Aber auch absolut okay. Und aber deswegen halt einfach die Entscheidung, was wir dieses Jahr machen. Und da wir gern das
Bingo voll machen wollten. Zack. Und glücklicherweise dann diese Reise auch in unserem Reisezeitraum lag, was man ja auch immer berücksichtigen muss, haben wir uns dann einfach kurzerhand entschlossen, das jetzt tatsächlich im Sommer einfach mal zu erledigen, zu machen, dass man da einfach das verbinden mit unserem Mallorca-Aufenthalt und einfach auch unser Kreuzfahrt-Bingo dann voll machen können. So kam das jetzt einfach. Genau, ja, also die erste Woche, die wäre eigentlich auch ausreichend schon gewesen, in Anführungsstrichen. Also hätten wir uns entscheiden müssen zwischen Woche 1 und Woche 2, hätten wir, glaube ich, auf jeden Fall Woche 1 gemacht, ja, ne? Mit Gibraltar, Ibiza und Co., weil wir in die Richtung halt sonst eigentlich nicht wirklich kommen, ne? Italien. Gerade Woche 2 wiederholt sich ja dann auch eh noch mal viel. Woche 1, nicht? Ja, nur Barcelona. Mallorca, ja. Barcelona, ja, Mallorca, der ja. Seetag, wenn das jetzt so sieht. Der Seetag wiederholt sich. Machen wir genau das Gleiche am Seetag wie die Woche zuvor. Da hast du aber nicht so viel zuvor. Neues wie in der Woche zuvor. In der Woche zuvor ist mehr Neues. Ah ja. Verstehst du? So. So wollte ich mir das sagen. So wollte ich dir sagen. Okay, dann hast du es. Aber wir müssen gesagt. Uns ja nicht entscheiden, wir machen ja. Einfach beide Wochen. Genau, und dann war... Danke an die lieben Arbeitgeber, meistens auch, ne, von 6 Wochen Ferien, die der Elias hat, 3 Wochen Urlaub haben, haben wir gedacht, komm, bevor wir eine Woche jetzt irgendwo irgendwas machen, was man ja auch machen hätte können, machen wir einfach noch eine Woche Mallorca, genau, um und das die Woche zu erkunden. Also stand erst die Kreuzfahrt und genau. Dann kam die Woche Hotel dazu, sozusagen davor. Das wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass wir eh in Mallorca ablegen dieses Mal und wieder nach Mallorca kommen müssten, das heißt sowieso nach Mallorca fliegen müssen. So sind wir drauf gekommen und gesagt, hey, warte mal, da war was, wir waren noch gerne in Mallorca. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir einfach gesagt haben, hey, lass mal die Woche vorher einfach noch mitnehmen. Wir haben eh Urlaub und es bietet sich ja super an. 2 Fliegen mit einer Klappe quasi. Dass wir einfach die Woche vorher dann gesagt haben, mit Mietwagen mit. Und Hotel einfach nochmal durch Mallorca ganz gemütlich und dann vom Hotel ganz gemütlich Richtung Hafen und ab aufs Schiff. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hä? Oder gar keinen Sinn. Ja, genau. Aber ihr wisst jetzt doch, auf jeden Sinn. Fall, bestimmt, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Freut euch vielleicht hoffentlich genauso tierisch wie wir, weil ja, wir freuen uns jetzt ja. Schon mega arg. Und ja, wir freuen uns auf alle Fälle auch, wie gesagt, nochmal, wenn du Tipps hast für Mallorca oder für die Häfen, lass es uns bitte gerne wissen. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auch planmäßig, ich sage jetzt mal so Mitte, Ende September, wenn du uns dann auch auf der Reise begleitest, wenn dann die Videos auf YouTube online gehen. Bis dahin gilt, ich habe mir die große Internet-Flat wieder gesichert. Für einen Arsch voll Geld, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 200 Euro oder so hat die gekostet, psst, nicht verraten. Also von daher wird es auf jeden Fall auch wieder Stories und sonstige Dinge bei Instagram live von Bord geben. Wenn ihr da noch nicht folgt, ich schreibe es euch auf die Binde, dann folgt da bitte gerne jetzt. Und dann seht ihr da auch wahrscheinlich die Mama mal in der Hängematte liegen, mit einem Cocktail in der Hand oder am Kaffee. Könnte passieren, genau. Und ja, ihr wisst ja, letztes Mal waren wir auch live bei Twitch unterwegs. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Aber da heißen wir nicht Freizeit Park, da heißen wir Familie Freizeit. Genau. Also von daher auch hier auf der Binde und in der Beschreibung könnt ihr vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht geht es dann das eine oder andere Mal oder ganz anderes Mal mal schauen. Dann auch online live von Mallorca oder von Aida Cosma. Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack, es ist raus und ja, wir sollten langsam, in 2 Wochen geht's schon los. Aber so fast, ja, sollten wir schon langsam Koffer packen. Und ja, das wird man jetzt auch ganz, ganz schnell machen, von daher war's das jetzt mit diesem Video. Wir sagen Danke und zwar dir. Dir. Dir, dir, dir. Und dir. Und euch allen. Ich heb der Mama gern die Augen zu, hey. Dass ihr uns begleitet habt heute bei diesem Freizeit-Talk, bei diesem Infovideo.
Und ja, falls du es noch nicht gemacht hast, hat auch die Mama der Freizeit noch einen ganz besonderen Tipp für dich. Genau, dann darfst du gerne unseren Kanal abonnieren. Kostet fast gar nichts. Kostet nämlich wirklich gar nichts. Genau. Dann darfst du das Glöckchen klicken irgendwo hier unten. Dann bekommst du nämlich immer brandaktuell unsere Videos angezeigt. Infos, Tipps, Tricks, alles was du brauchst, um mit dabei zu sein. Genau. Genau. Und ihr dürft natürlich auch unsere anderen Kanäle gerne nutzen. Unseren WhatsApp-Kanal, den es gibt. Den Twitch-Kanal mit Familie Freuzeit. Genau, seid einfach überall. Facebook, Instagram, einfach querbeet. Seid einfach überall dabei, wenn ihr möchtet. Und dann können wir einfach unsere Freuzeit mit euch teilen und eine gemeinsame Freuzeit haben. Genau. Ja, in dem Sinne sind wir, glaube ich, durch. Ja, ja, mit allen wichtigen Infos. Eins bleibt noch zu sagen, und zwar zum Schluss von unserem Video. Du und ihr kennt es ja garantiert bestimmt alle schon. Du und ihr, denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freuzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon und eure Tamara. Tschüss. Tschüss. Und auf Aida sehen. Wo ist meine Klappe? Die ist hier. Auf Aida sehen. Auf Aida sehen. Bis bald.